Subtraktive Farbmischung. Subtraktion kennst du vielleicht aus dem Matheunterricht. Das bedeutet das, was voneinander abgezogen wird. Subtraktive Farbmischung macht dir im Prinzip dein Drucker vor. Oder immer, wenn du das Schulbuch aufschlägst und du irgendwelche farbigen Sachen siehst. Die werden in der Regel aus Cyan, Magenta und Gelb gemischt. Bei der subtraktiven Farbmischung ist die Mischung aus allen Farben schwarz. Du hast bestimmt schon mal etwas gemalt. Und was macht man da? Man braucht Farbe. So, hier habe ich verschiedene Farben und das ist eine sogenannte Mischpalette. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel mal mir von dem Gelb nehmen, da was drauf machen. Und jetzt von dem Blau nehmen und Gelb und Blau mischen. Und man sieht, ich erhalte ein dunkles Grün. Beziehungsweise ich kann noch ein bisschen mehr Gelb dazu machen. Dann wird das Grün ein bisschen heller. Oder wir können mal schauen, was passiert, wenn ich Rot und Blau mische. Aber wieso gibt eigentlich Gelb und Blau Grün? Wie funktioniert das mit den Farben? Was ich hier habe, ist die sogenannte subtraktive Farbmischung. Subtraktion kennst du aus dem Matheunterricht. Da wird was abgezogen. 5 minus 4 ist 1. So ähnlich funktioniert das hier auch. Diese schönen Fotos hier habe ich von der Gröninger Warte aus aufgenommen. Jeweils mit einem anderen Farbfilter vor der Linse. Um das Ganze jetzt ein bisschen näher zu untersuchen, habe ich hier solche durchsichtigen Blättchen. Nehmen wir mal einfach beispielhaft das Gelbe. Was passieren kann mit Licht an diesem gelben Blättchen, sind genau drei Sachen. Nummer 1, Reflexion. Das heißt, es wird zurückgeworfen. Das Nummer 2, wenn ich hier durchgucke, Transmission, das heißt, es kann hindurch. Oder Absorption, das heißt, es wird verschluckt. Weißes Licht ist die Mischung, es enthält alle Farben. Das heißt, wenn ich weiß sehe, wird alles reflektiert. Sehe ich schwarz, wird nichts reflektiert. Subtraktive Farbmischung heißt nun, dass aus diesem ganzen Gemisch ich Sachen sozusagen herausfilter. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe hier verschiedene Farben und hier liegt so ein Kreisel mit auch ein paar verschiedenen Farben. So, und jetzt gehen wir einfach mal durch. Ich habe hier Gelb und wenn ich das Gelb davor halte, dann sieht man schon, dass das Ganze sich verändert. Jetzt haben wir Rot und bei Rot sehe ich eigentlich einen sehr deutlichen Unterschied. Wenn ich mal hier das Blau, das Hellblau beobachte, das wird schwarz, weil offensichtlich der rote Farbfilter das Blau nicht durchlässt. Hier haben wir das Ganze mit Grün. Das Grün verändert das Rot hier. Das hier soll Cyan sein, also zu Deutsch Blau-Grün. Gut, Blau und Grün kommen durch. Aber hier das Rot wird offensichtlich ausgefiltert. Das hier ist Blau.
Und hier sieht man wieder, das Rot wird offensichtlich ausgefiltert. Ja, und hier habe ich nochmal, last but not least, der vernichtet zum Beispiel das Grün. Hier wird grünes Licht absorbiert. Ja, jetzt ist das Ganze natürlich schön und gut, erklärt aber immer noch nicht, warum hier war blau, beziehungsweise blau-grün, Cyan und gelb. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel gelb nehme und blau dazu, dann wird das tatsächlich grünlich. Etwas schöner ist der Effekt mit Cyan. Das ist nämlich dann hellgrün. Das andere ist ein sehr schönes dunkelgrün. Ja, man sieht ein sehr schönes dunkelgrün, ist blau und gelb. Und blau und Cyan gibt hellgrün. Am Anfang habe ich ja die Frage gestellt, wieso ist ausgerechnet gelb und blau grün? Dazu behalten wir die mal und legen das beiseite. Was ich hier habe, sind drei LEDs. Rot, blau, grün. Das nenne ich mal Augesimulator, weil das sind genau die drei Farben, die unser Auge erkennen kann. Das heißt, ich kann jetzt hier im Prinzip gucken, was passiert, wenn ich hier mit meinen Farben da rangehe. Und ich sehe hier wunderbar rot, grün, blau. Die Mischung ist weiß. Und das hier ist übrigens Cyan, Magenta und Gelb. So, und jetzt kann ich ja mal gucken, was passiert mit meinem Auge, wenn ich Gelb sehe. Hier ist das gelbe Blättchen. Und naja, man kann sich schon denken, wenn das hier gelb ist, dann müsste der Rot und Grün durchlassen und Blau entsprechend nicht. Mal gucken, ob das funktioniert. Und tatsächlich, Blau ist weg und Rot und Grün wird durchgelassen. Gut, legen wir das beiseite und nehmen den blauen Filter. Das war der, der in Kombination mit dem Gelben das Dunkelgrün ergeben hat. Gut, blauer Filter, der müsste natürlich Blau durchlassen. Mal gucken, was passiert. Und man sieht, er lässt Blau durch, allerdings auch Grün. Jetzt könnte man spaßeshalber den Cyan-Filter nehmen. Und hier sieht man gleiche Geschichte, Blau und Grün. Wobei das Grün, so habe ich zumindest den Eindruck, besser durchgelassen wird. Hier wird das Grün abgeschwächt. So, jetzt haben wir also gelernt, der vernichtet das Blau und der vernichtet das Rot. Ja, und wenn ich Blau und Rot rausnehme, bleibt ja nur noch Grün übrig. Und das ist die subtraktive Farbmischung. Das heißt, wenn ich Gelb und Blau mische, habe ich praktisch Farbpigmente, die mir gelb erscheinen, die filtern das Blau raus, also absorbieren das Blau. Und die, die mir blau erscheinen, die absorbieren das Rot. Und wenn ich Blau und Rot rausnehme, ist das, was übrig bleibt, grün. Beziehungsweise hier mit dem Cyan funktioniert das nochmal etwas besser. Cyan, gelb. Wenn ich durchgucke, ist es dieses schöne hellgrün. Und wenn ich das jetzt hier davor halte, passiert genau das, was ich eben gesagt habe. Das Blau und das Rot ist weg, das Grün bleibt übrig. Simsalabim. Jetzt kann ich der Vollständigkeit halber das nochmal mit dem
blau machen. Und hier ist im Prinzip genau das gleiche. Das Grün kommt durch. Es wird ein bisschen abgeschwächt, ist halt, aber ist halt dunkelgrün. Aber im Prinzip gleiche Geschichte. Blau und Rot verschwindet. Ja, eigentlich sehr spannende Sache. Jetzt kann ich der Vollständigkeit halber, hier ist Rot. Was machen wir mit dem Rot? Ja gut, Rot lässt Rot durch. Ist keine große Überraschung. Grün. Grün lässt Grün durch. Und ein bisschen Blau. Ganz bisschen Blau. So, und hier hätten wir noch, was soll das eigentlich sein? Pink, lila. Ja, lässt Blau und Rot durch. Ja, soweit so gut. Also, subtraktive Farbmischung bedeutet, dass je nachdem, was für Farbpigmente da in der Farbe drin sind, entsprechende Farben entsprechend absorbiert werden. Und das, was halt übrig bleibt, das wird reflektiert oder transmittiert und kommt in unser Auge und sagt, oder man löst dann den entsprechenden Sinneseindruck aus. Das ist subtraktive Farbmischung.